Als Model muss man auffallen. Wo ist die große Schere? Einzigartig sein. Los geht's. Schneidet er? Sich von der Masse abheben. Ein Haarschnitt oder eine neue Haarfarbe. Oh, wow. Kann dabei helfen, die Persönlichkeit der Mädchen noch stärker zum Ausdruck zu bringen. Wow, die machen mich ja echt fertig. Das ist echt kurz. Boah, Mann, ich kann nicht reden. Und deswegen machen wir heute aus schönen Mädchen schöne Models. Baby, I'm not even in the gap. Hallo. Zeit für das große Umstyling. Muss ich noch einmal Tschüss sagen. Damit mein Mädchen im Loft nicht zu langweilig wird, habe ich auch für sie ein Umstyling der besonderen Art vorbereitet. Überraschung, Girls! Für die 6 Mädchen, die heute verschont bleiben, gibt's das Umstyling live im TV. Leute, das ist Live-Übertragung. Das ist Amina. Warte, zieh es runter. Okay, da ist runter. Alter. Warte, nein. Ich kann nicht mehr. Ich kann es halt nicht einschätzen. So, an sich fühlt sich das noch lang an, aber ich hatte halt trotzdem noch nie so kurze Haare. Dadurch, dass ich da die Erste war, dachte ich mir, ich bekomme die kürzesten Haare von allen. Oh mein Gott. Ich glaube, meine Haare schreien gerade. Aber die machen doch jetzt nicht jede Strähne. Ich weiß es nicht. Sie wird blondiert, Alter. Anna. Sie kriegt Highlights. Oh, meine Augen. Also ich glaube, die Anna bekommt einen etwas radikaleren Haircut, damit sie nicht mehr als die Süße betitelt wird. Die nehmen aber schon viele Haare. Ja, because I mean alle. Also bei mir wird irgendwas so toupiert ein bisschen. Ey, wenn ich wirklich komplett blond werde, ne, das wäre so krass. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es steht ja anscheinend eine große Veränderung bei mir an. Das ist schon ein bisschen nervös. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass man zuerst färbt und dann abschneidet, ne? Wir haben es dir nicht gesagt, ne? Wir haben es dir nicht gesagt, was sie machen wahrscheinlich. Nee. Alter. Warte, nein. Der hat eine Schere in der Hand, der bei Amina. Schneidet er? Ich sehe noch nichts auf dem Boden. Alter, warum bin ich die Erste? Oh, ihr Blick, die Arme, oh nein. Alter. Alles gut. Oh mein Gott, Leute. Ist das viel? Das ist. Das zeigt es dir. Alter. Traut euch, oh mein Gott, ich kann es gar nicht realisieren. So, oh, Babe! Sie kriegt Longboard, Leute. Alter. Aber guck mal, das ist ja fast nichts. Das wird dir so stehen. Das wird so gut aussehen. Bleib ganz ruhig. Glaub mir. Ich persönlich würde jetzt nicht weinen. Ich wäre einfach wütend, würde grün werden wie der Hulk. Aber ja, jeder ist auch anders. Ja, ich bin einfach verzweifelt, weil ich bin jetzt halt von den 4 Mädchen irgendwie, glaube ich, so die Person, die am meisten Haar abgeschnitten bekommt. Nicht so kurz. Ich flipp gleich voll. Ich mache mir zu Hause einfach Extensions rein. Begging me to open up my mouth. I need them. Mechanical. Also das ist ja auch der Horror, wenn du da sitzt und nicht weißt, was mit dir passiert, ne? Da kann man auch nichts dran ändern, so. Also man kann ja nicht selbst sagen, okay, stopp. Man sitzt dann da und man merkt, okay, wir werden jetzt die Haare richtig, richtig kurz geschnitten. Es ist einfach der Horror. Hast du mal gesehen, wie viele Haare von mir da auf dem Boden liegen? Meine Laune ist gerade im Keller. So ein bisschen. Im Keller, unter dem Schrank, in dem Keller steht, da drunter. Oder der Boden im Keller, aber da drunter, weißt du? Da, wo die Ratten leben. Das ist meine Laune jetzt gerade. Mit
Dünkel. Das ist schon viel. Das ist viel. Das sind 15 cm, oder? Das sind mehr als 15 cm, das sind 20. Amina, guck mal, wie viel die abgeschnitten haben. Sieht ein bisschen länger aus als bei mir sogar. Aber ja, du hattest ja auch längere Haare. Ja. Ich glaube, die anderen Mädchen, die noch kommen, ich glaube, die wird es härter treffen. Ich will es nicht hoffen, aber ich glaube. Oh, ich sehe lange Haare. Oh Gott. Nice. Wie jeder weiß, ich liebe Veränderungen und meine Mädchen sicherlich auch. Hi. Hi. Na? Na? Wie geht's euch? Gut. Noch gut? So the question is, are you ready, Wendy? Yes, I'm ready. Where are your scissors, Wendy? I'm waiting for them to arrive, actually. Where are the scissors? So they should be somewhere nearby. Wo ist die große Schere? Wendy Iles ist die Haargöttin der Stars. I've been working with quite a few celebrities over the time. Heidi, of course, Marion Cotillard, Jennifer Lopez, and royals. I work with quite a few royals as well. Oh, which royals? Oh, not allowed to say. You're walking in the danger zone. Before the makeover day, we have quite a few meetings. Heidi and I study the girls. I try and get in the presence of the girls backstage. If we do a drastic haircut, for example, lots of thought goes into that. We're not going to put that on anybody. It's going to be the right face, the right personality, the right stance that will take that girl to another level. Und hier kommt der Mann mit der Farbe. Ist das lila? Das ist rot. Wie geil! Leute, das ist rot! Also, ich liebe Veränderungen. Ich freue mich richtig. Ich hoffe, dass die auch ein bisschen abschneiden. Okay, jetzt freue ich mich und gleich bereue ich es. Was ist das für eine Farbe? Rosa. Es sieht aus wie Kaugummi. Ich kriege Kaugummi. Anna wird blondiert, Leute. Das ist Anna. Hä, aber blond. Blond. Blond, blondiert. Bei mir wurden ja gleich diese Alufolien geholt, diese Pads, wurden so rangehangen und irgendwas wurde halt drauf geschmiert. Aber ich konnte halt die Farbe nicht sehen, weil mein Stylist darauf geachtet hat, dass ich mich nicht umdrehe. Aber das sieht aber gut aus. Aber meine Haare sind hier drin. Ja. Nee, ja, hier sind doch auch ohne welche. Ja, so fünf Farben. Wir haben dieses Highlight. Nein, noch nicht. Gut. Lass uns lieber mal hinsetzen. Ich bin hier eigentlich. Oh mein Gott. Ja, es ist wirklich schlimm. Man hört nur, was die Mädels sagen, man sieht es selber nicht. Und du hängst einfach da und deine schönen Haare werden einfach auf einmal blond. Aber es sieht geil aus. Okay, ich meine, ich bin dumm, aber ich kann doch nicht jetzt auch blond sein. Du bist nicht dumm. Das Ding ist aber hier oben, guck mal, ist das schon mal viel so viel Natur, ne? Du hast bestimmt so viel Natur und dann wird es blond. Ich meine, ich bin ja eher so braun, so vom Hauttyp so auch. Und jetzt so blonde Haare, ich kann mir das ja nicht so vorstellen. Ja, also für mich wirkt die Anna schon so ein bisschen wie die Unschuld vom Lande. Und mit einem neuen Look möchte ich die liebe süße Anna in ein atemberaubendes Model verwandeln. Aber das wird Hammer-Mama aussehen, ja, Anna. Mach dir keinen Kopf. Alle Blondinen sind doch eher auch heller vom Hauttyp. Und ich sehe dann aus wie so eine Solarium-Tante. So. Anna finde ich schon krass. Sie hängt nun mal sehr an ihren Haaren, was ich absolut 100% nachvollziehen kann. So wie ich auch an meinen hänge.